Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Marvel Strike Force. Es ist wieder mal Zeit, ein paar Orbs zu öffnen. Außerdem läuft das Shuri-Event und natürlich ist Elsa, ich vergesse immer ihren Namen, Bloodstone? Ich glaube Bloodstone, oder? Blood Moon? Wie kann ich mir das nicht merken? Elsa Bloodstone, es ist doch gar nicht so schwierig. Auch das Event läuft noch und zwar über 9 Tage, 9,5 Tage. Und ich kann euch sagen, es läuft ganz gut. Ja, es gibt mit Sicherheit welche, bei denen es besser läuft, aber es läuft ganz gut. Dafür, dass ich nicht den schweren Modus weiterspielen kann, sondern nur 2 Spiele dort machen konnte. Aber da kommen wir gleich zu. Zuerst kommen wir noch ganz kurz zu Shuri. Eigentlich spiele ich immer mit euch gemeinsam. Es gab allerdings Schwierigkeiten im Shuri-Event. Ich hatte Klasse 3 geschafft, Klasse 4 habe ich jetzt geschafft. Aber ich musste noch einiges trainieren, ich musste noch die Klassen höher machen, ich musste die Sterne höher machen. Letzten Endes hat es geklappt mit den Spider-Verse, mit einem Mix aus Spider-Verse und Sinister Six. Ich brauche natürlich die Sinister Six noch für einen anderen legendären Helden, aber hier hat es trotzdem funktioniert mit Spider-Man, Venom, Miles Spider-Man, Rhino und Carnage. Mit denen hat es dann funktioniert. Ich musste auch die Fähigkeiten hochmachen, da ich am Anfang zwar, es waren immer knappe Kämpfe, aber ich habe immer so verloren, wenn noch 3 Gegner übrig waren. Und dann habe ich sie hochgepusht und dann waren noch 2 Gegner über, dann musste ich noch ein bisschen pushen, dann waren noch 1 Gegner über und irgendwann konnte ich es halt dann schaffen. Aber das aufzunehmen, das wäre erstmal ein sehr, sehr langes Video geworden und ich glaube auch nicht allzu spannend, wenn man ständig hier irgendwie die Kämpfe nicht schafft, immer sich das Gleiche anzugucken, ist jetzt nicht der beste Content, würde ich sagen. Für Stufe 5 und damit zum Freischalten für Shuri hat es aber nicht ganz gereicht. Hier habe ich nur die beiden Spider-Man, Rhino, Vulture und das war's. Ja, mir fehlt noch einer. Ich bin fleißig am Sammeln, also Mysterio muss ich ja noch sammeln. Dann der Green Goblin, der Schocker, der echt Probleme macht, weil ich da kaum Splitter für bekomme. Und die anderen sind halt auf einem guten Weg. Aber das Wichtige ist, ich brauche ja auch die Sinister Six. Spider-Verse funktioniert zwar auch bei Shuri, aber man braucht Sinister Six halt explizit für wen nochmal? Ich glaube für Phoenix. Deswegen muss ich sowieso die Sinister Six leveln. Aber für Shuri kann ich halt Gott sei Dank Spider-Verse-Charaktere nehmen, die einfach schon ein bisschen weiter sind. In der nächsten Runde werden wir Shuri aber schaffen. Venom braucht nicht mehr lange, den kann man gut farmen. Bis Shuri kommt, vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Und dann sollte Shuri zu schaffen sein. Gerne in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Habt ihr euch Shuri ergattert? Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr es geschafft habt oder vielleicht noch schafft. Wenn das Event überhaupt noch läuft, es läuft noch, ja, 1,5 Tage. Also wenn ihr das Video seht, geht das Event wahrscheinlich noch einen halben Tag. Von daher viel Glück, dass ihr es schafft. Elsa Bloodstone können wir gucken. Da habe ich aber, glaube ich, schon gezeigt, dass ich bei schwer nur 2 Kämpfe schaffen konnte. Hier verliere ich eigentlich regelmäßig, was schade ist, denn mir entgehen hier natürlich saftige Splitter. Kann man jetzt nicht sehen, aber alleine dieser Sieg würde schon 5 Splitter geben, was einfach super gut wäre. Aber ich will meine Energie natürlich auch nicht verballern. Ja, wir können mal gerade gucken. 145, also ich habe vor kurzem erst einen aufgemacht. Ich will die Energie nicht verballern und hinterher die Kämpfe verlieren. Es sind immerhin 20 Energie, was der Kampf hier kostet. Da setze ich dann lieber da ein, wo ich sicher bin, dass ich auch gewinne und Orbfragmente bekomme. Auch wenn es schade ist, aber ich habe es ein paar Mal versucht und ich schaffe es einfach nicht. Auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch mit Elsa aussieht. Ich gehe davon aus, dass jeder, der halbwegs aktiv ist, man muss nicht mal richtig aktiv sein, sondern nur so mittelmäßig aktiv, dann könnt ihr euch Elsa auf jeden Fall freischalten. Mehr Sterne bekommt ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr ein bisschen intensiver spielt, aber freischalten dürfte gar kein Problem sein. Und wir machen mal ein paar Orbs auf und fangen hier mit diesem Standard-Billo-Orb an. Das Schöne ist, es gab ein Update bei... Oh, Falcon, nice. Es gab ein Update bei BlueStacks. Und durch dieses Update sind auch meine Raubzug-Orbs wieder aufgetaucht, die blauen. Die waren nämlich weg. Am Handy waren die zwar da, aber hier, ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, die sind einfach nicht da gewesen. Die machen wir jetzt als allererstes auf. Das wird ein bisschen dauern, aber 34 Stück, da muss ja irgendwas bei sein, was gut ist. Ich glaube, die sind nicht so schlecht. Ja, 82 ist noch eine gute Menge, aber kann man nicht genug von haben. So, die hier. Ja, das sieht schon ganz schön schlecht aus. Die brauche ich unbedingt.
Ah, ich glaube hiervon. Ja, geht auch langsam zur Neige. Diese hier, okay, da haben wir noch viele, haben jetzt auch 10 Stück bekommen. Wir gehen das mal ein bisschen schneller durch. So, das ist ja mega langweilig für euch, jetzt hier die ganze Ausrüstung zu gucken. Wir machen gleich so einen Überblick, wie viel wir von was bekommen haben. Ich hoffe, ich drücke jetzt hier nicht zu viel, damit wir nicht unnötig Raubzug Geld ausgeben. Das will ich unbedingt verhindern. Habe ich zwar super viel, aber das benutze ich natürlich gezielt, um Charaktere zu leveln oder gezielt Ausrüstung zu bekommen, die mir gerade fehlt. So. Wie viele Orbs hatten wir? 34? Das ist eine ganze Menge. So, aber ich muss trotzdem langsam mal aufpassen. So, ihr hört das Klicken vielleicht jetzt wie so ein Berserker. Aber das wirklich alles einzeln durchzugehen, Leute, das kann ich euch nicht antun. So, wir machen es jetzt ein bisschen langsamer. Solange da öffnen steht, ist alles gut. Wow, okay, das war knapp. Ich hatte schon geklickt, aber egal, es hat funktioniert. So, jetzt gucken wir mal, was wir so haben. 15 von diesen Dingern, das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir ein bisschen was dazu gekriegt. Aber wo sind das hier? Die sind ganz wichtig. 20 Stück habe ich davon und das sind die, die ich gerade gezogen habe. Also die sind wirklich Mangelware, genauso wie diese Dinger hier. Da haben wir jetzt 24. Okay, da haben wir noch genug. Und ja, die Spritzen, hoppla, die Zettel natürlich auch, aber die Spritzen auch sehr, sehr selten geworden. Okay, es hätte besser sein können, aber es hätte auch schlechter sein können. Wir haben auf jeden Fall ordentlich blaue Ausrüstung dazu bekommen. Und hier haben wir noch lila Ausrüstung, das sind nur 15, da kann man vernünftig reingucken, was hier so nebenher passiert. Okay, die USB-Sticks, sehr gefragt, kann ich gut gebrauchen, besonders hier für meine Defender, um Punisher weiter nach oben zu treiben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Lila ist sowieso super gut. Oh, hier auch für Punisher. Aber da haben wir ein paar. Da kaufe ich aber auch immer fleißig. Weil ich will ja auch für das Colson-Event immer Geld ausgeben, habe aber keine Trainingsmodule, um Geld auszugeben. Also muss ich das im Vorratsshop überwiegend machen. Ich freue mich echt immer so. Oh, 20 Stück. Nice. Ich freue mich immer auf Sonntag, wenn ich endlich Trainingsmodule aus den Herausforderungen bekomme. Denn dann heißt es immer Kohle ausgeben. So, Punisher-mäßig läuft es ganz gut. Hier auch sehr gut, diese Flaschen. Ja, das war auch in Ordnung. Wir müssten jetzt aber auch langsam zum Ende kommen hier. Die brauchen wir doch auch, ne? Ja, für diese ganzen Mutanten. Und die muss ich ja auch irgendwann nach oben treiben. Deswegen gerne her damit. So. So viel zu den lilanen Orbs. Wir haben bestimmt auch noch was Orangenes aufzumachen. Genau. 6 Stück. Super, super geil. So. Ich habe leider immer noch keinen Charakter, der hier von dieser orangenen Ausrüstung irgendwas braucht. Aber ich sammle gerne schon einiges an, um nicht direkt auf dem Trockenen zu sitzen. So, auch wieder sehr, sehr mutantenlastig das Ganze. So, das hier ist, da kann man leider nicht sehen, wenn das keiner braucht. Das ist etwas schade, aber es war okay. So, wir haben noch Raubzug-Orbs. Wir haben diesen Zuckerschädel-Orb. Machen wir auch 3 Stück von auf. Was haben wir hier eigentlich noch? Von denen haben wir leider nichts. Okay, da laufen aber auch gerade Raubzüge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die normalen Orbs und öffnen hier Standardzeug. Das Standardzeug muss weg und natürlich Gold. Goldorbs müssen auch genutzt werden. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich hier wieder aufnehmen kann, weil wirklich, ich muss ein paar Charaktere nach oben ziehen. Da sind einige, wo ich Sterne dazu bekommen habe. Und ich spare mir das ja immer auf, um euch das im Video zu zeigen, damit ihr auch auf dem Laufenden natürlich bleibt. So, diese Goldorbs sind jetzt nicht so der Oberhammer, muss ich sagen. Kein richtig dickes Ding dabei gewesen. Ja, das sieht man auch hier, nicht mal 1 Million. Na, ist ein bisschen schwach. Hatten wir schon deutlich bessere Runden mit den Goldorbs.
So, jetzt schnappen wir uns noch 16 Standard-Orbs. Und wenn ihr das Video seht übrigens, ich glaube, dann geht das auch mit Hela los, im Blitz. Also da empfehle ich auf jeden Fall, suchtet den Blitz mindestens bis Meilenstein 14, wenn ihr die Möglichkeit habt. Denn Hela wird wahrscheinlich zweimal in relativ kurzer Zeit im Blitz zu haben sein. Und dann müsst ihr irgendwie 45 Splitter bekommen. Wenn ihr bis Stufe 4 spielt, dann habt ihr garantiert 15 Splitter am Ende des Blitzes und die ganzen Splitter, die ihr einsammeln könnt. Dann würdet ihr Hela freischalten. Das ist schon mal ganz gut. Genauso wie Groot. So, Kingpin, der ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Agenda. Aber, oh, die Kree-Adlige, sehr schön. Auch wenn es nur ein Splitter ist, über Kree freue ich mich immer, wenn es da stetig vorangeht. Auch für die Kampagne, dass ich da mystisch, glaube ich, oder war es kosmisch, ich weiß es gar nicht, wo man mit den Kree gut spielen kann. Oh oh. Oh, es hat gerade mal ein bisschen gehangen. Also trotz Update läuft das nicht super flüssig, muss ich sagen. Oh, es ist auch hier die Standard-Orbs sehr, sehr Kree-lastig. Aber gut. Auch der Spider-Man, vollkommen in Ordnung. Schocker wäre ganz nice, aber weiß ich gar nicht, ob der hier gerade im Standard-Orb überhaupt schon drin ist. M'Baku. Auch gut. Shield auch, sehr gern gesehen. Vielleicht nicht unbedingt der, weil den kriegt man auch im Shop. Storm, sehr nice. Für Magneto ganz wichtig. Rescue. Hallöchen. Jessica Jones, okay, die ist jetzt nicht so wichtig in den Orbs, aber solange man die noch nicht wie Gamora auf 6 Sterne hat, oder 7 Sterne, sorry, dann ist Jessica Jones durchaus noch attraktiv. Und damit meine ich nicht das Aussehen. Ja, was machen wir als nächstes? Wir haben Premium, wir haben auch einen Mega-Orb. Den machen wir ganz am Ende natürlich auf. Einen wunderbaren Mega-Orb hier durch das Shuri-Event nämlich, weil ich diese eine Stufe da geschafft habe. Meilenstein-Orbs. Nee, wir machen erstmal die roten Sterne auf. Auch hier könnte was Geiles drin sein. Elsa vielleicht. Jetzt nicht unbedingt Vision. Vision haben wir schon. Nee, Nebula auch nicht cool. Aber auch immer nur so Kleckersternchen, die wir da bekommen. Oh, Leute. Da ist aber gar nichts bei jetzt. Ja, auch Ronan haben wir schon. Und zu guter Letzt die Kree-Schnitterin, und die haben wir nicht auf roten Sternen. Das ist cool. Das sind die ersten roten Sterne für die Kree-Schnitterin. Ja, kann ich auf jeden Fall mit leben. Und bevor wir hier die coolen Orbs öffnen, also die richtig coolen Orbs, machen wir mal hier Raubzug-Orbs auf. 2 Stück. War Machine, 7 Stück. Richtig gut. Dauert noch, bis ich ihn auf 80 habe, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Einen schönen Charakter erwischt. Und hier Thor, ja, Mamu. Ja, okay. Ist okay. Kann ich mit leben. Zuckerschädel-Orbs. Ja, was da drin sein kann, bis zu 25 Splitter von keine Ahnung welchen ganzen Helden. Wir sehen ja hier so ein paar. Gucken wir einfach mal rein. Da ist doch schon was Nettes. Gold nebenbei und Elektra. Oh, hier 75.000 Gold und diese Wissenschaftsexpertin. 15 Splitter, das ist echt gut. Und einer geht noch. Wow, der ist auch nicht schlecht. Nochmal 10 Splitter von Elektra, damit ist sie fast auf 130. Vielleicht wird sie ja noch 130. Und auch einiges an Gold. Nicht schlecht, so haben wir in dieser Folge wenigstens die Millionen geknackt, was das Gold angeht. So, ansonsten haben wir hier bei Raubzug natürlich nichts mehr. Jetzt machen wir die Blitzdinger auf. Rescue ist hier natürlich absolut gerne gesehen. Diese Aim-Freaks. Oh, Rescue, sehr schön. Da haben wir sie wieder. Boah, das ist auch echt. Mit der geht's auch nur ganz schleppend voran. Aber vielleicht kriegen wir bald ja nochmal ein Update, was den Shop angeht oder sowas. Na. Luke Cage, den brauche ich doch nicht. Ja, Spider-Man, der schwarze Spider-Man, der rote Spider-Man, ganz egal. Mantis. Auch in Ordnung. Ja, komm, Hydra, regen wir uns nicht mehr drüber auf, habe ich ja gesagt. Rescue, sehr schön. Ant-Man ist auch mittlerweile völlig okay. Weil was soll man da auch sonst rausziehen? Weil irgendwann ist ja nichts mehr da, was man unbedingt braucht. Deswegen geht das auch
alles vollkommen in Ordnung. So, jetzt machen wir die Meilenstein-Orbs auf. Auch nochmal 15 Stück. Miss Marvel. Nice, sie ist ja auch gerade im Blitz. Wo ich zugeben muss, spiele ich nicht ganz so krass aktiv. Punisher nehme ich auch ganz gerne mit. Oh, da ist was Schönes. 10-mal Captain America. Auch Richtung 130. 5-mal der gute Spidey. Oh, sehr schön. Ja, der braucht nicht mehr lange. Dann habe ich ihn auf 80. Natürlich muss ich ihn auf 130 bekommen, aber der erste Schritt ist dann schon mal getan. Mystique. Auch vollkommen in Ordnung. Black Widow, die will ich auch unbedingt hochziehen. Aber die gute meldet sich so selten. Hydra, meh. Also mit Hydra werde ich einfach nicht warm. Es will mir nicht gelingen, nicht zu meckern über Hydra. Pyro hingegen, sehr gut. Ant-Man, ja, auch okay. Ah, Kingpin. Mittelmäßig. Aber wer ist das? Das ist Bruiser. Das ist dieser Bruiser. Okay, ist jetzt auch keiner, den ich unbedingt gerade hinterherjage, aber ist nicht schlecht. Quake auch nicht schlecht. Zwei Chancen noch, einmal Vision und zu guter Letzt bekommen wir Wasp. Na endlich. Nicht mehr der Ant-Man, sondern seine Freundin. So, ah, wir haben ja vielleicht noch irgendwas jetzt hier zu öffnen. Oh, nice, wir haben noch einmal Gold. Ja, ist okay. Insgesamt ist es jetzt ganz gut gewesen mit dem Gold. Wir haben aber auch Trainingsorbs und oh mein Gott, ist das wichtig. Oh, da freue ich mich immer, wenn ich so einen Orb aufmachen kann. Wunderbar. Wunderbar, das heißt, ich kann endlich Geld ausgeben. Geld, seht ihr, haben wir genug, da mangelt es nicht, aber... Oh, ach, das ist der Mega-Orb. Ich dachte, da wäre noch irgendwas dazu gekommen. Mega-Orb machen wir natürlich ganz am Ende auf. Erstmal noch 5 Premium-Orbs, die auch nicht schlecht sind. Mindestens 15 Splitter hier für Nebula. Mmh. Nicht schön. Oh, sehr schön. Mysterio. Geil, 15 Splitter von ihm. Super cool. Das freut mich. Das war bis jetzt der beste Orb hier. Das ist auch ein super Orb. Jawoll. Also, oh nee, das wollte ich nicht. Ihr seht ja mein Mauspfeil, glaube ich, wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich krieg den nicht mehr sichtbar. Oh, Gamora ist ja so Quatsch. Gamora war komplett Quatsch, aber der Rest war in Ordnung bis sehr gut. Also Mysterio und diesen Shield-Soldaten, sehr gut. Und jetzt kommt's aufs Ganze an. Ein Mega-Orb. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier die fetten Splitter bekommen. Und wir kriegen 100 Splitter für Deadpool. Nice. Wir können ihn nicht einen Stern hoch machen, aber er ist fast auf 130. Okay, da kann ich mich natürlich nur freuen, weil wir einfach 100 Splitter bekommen haben. Klar, hätte ein besserer sein können, aber wollen wir wirklich meckern? Wollen wir über 100 Splitter meckern? Auf gar keinen Fall. Das war richtig gut. Deadpool, auch einer, den ich gebrauchen kann, den ich so nie leveln würde. Aber 100, das ist geil. Dazu noch einer von Groot und 2 von Storm. Also der Mega-Orb hat sich richtig gelohnt und so viel brauchen wir gar nicht mehr für den nächsten. Das ist doch echt geil gewesen. So, Vorrat, das ist hier diese gute Gamora. Okay, wie lange dauert das eigentlich? Wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, wir könnten sogar einen öffnen. Genau, einen Ultimus-Orb können wir endlich mal öffnen. Das hat gereicht und da haben wir nochmal 15 Splitter für Vision. Echt gut. Und natürlich hier 2 lächerliche für Ultimus. Es ist unglaublich. Das wird ja bis 2022 dauern, bis wir den bekommen. So, jetzt gehen wir noch auf die Liste, auf die ganzen Charaktere. Und da seht ihr schon meine Ausbeute hier, besonders was Elsa Bloodstone angeht. Wir haben sie auf 91 Splitter, wir brauchen 45, um sie freizuschalten. Wir schalten sie natürlich auch frei. Und sind damit stolzer Besitzer von Elsa Bloodstone, die auch echt... Die sieht sexy aus, oder? Die hat ein echt geiles Charaktermodell bekommen. Freut mich, sieht super aus, ist super stark. Und wir brauchen nicht mehr lange für den dritten Stern. Das heißt, der dritte Stern wird so in... Weiß nicht, einem Tag erreicht sein, denke ich mal.
Denn allein heute, wo ich das Video aufnehme, werde ich noch mindestens ein Orb öffnen. Ja, oder was heißt mindestens? Ich werde noch ein Orb schaffen heute. Und ja, die nächsten Tage, es sind ja noch 9 Tage Zeit. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sie auf 4 Sterne zu bekommen, wäre schon geil. Das wäre schon geil, aber müssen wir gucken, wie gut es letzten Endes läuft. Auf jeden Fall haben wir Elsa Bloodstone freigeschaltet. Und hier die Kree-Schnitterin mit 2 roten Sternen, auch deutlich stärker geworden. Sehr, sehr gut. Und wir haben noch einige Sterne hochzutreiben. Einmal der Punisher, den wir jetzt gerade, wir haben jetzt gerade die Splitter eigentlich alle gesammelt, um ihn hochzukriegen. Auf 6 Sterne, 250.000 Gold, genau das, was ich will, Kohle ausgeben. Und der Punisher natürlich. Noch 1 Stern, das hilft. Bei den täglichen Aufgaben benutze ich halt immer den Punisher und Jessica Jones. Wenn ich die auf 300 habe, muss ich mir ein anderes System überlegen. Und hier haben wir sogar einen auf 300. 500.000, aber sehr gerne geben wir die aus für unseren guten Daredevil. Und damit ist er voll. Alle 7 Sterne. Jetzt brauchen wir hier nur noch rote Sterne. Mega gut. Freut mich, dass er jetzt auch endlich voll ist. Uns hat ja noch ein einziger Splitter gefehlt, den ich tatsächlich in so einem kostenlosen täglichen Orb da bekommen habe. Ziemlich zeitnah sogar, als ich das Video aufgenommen habe. Der nächste auf Max und hier sehen wir 200. Das dauert auch nicht mehr lange. Aber wir haben noch mehr Sterne, die wir hochmachen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Einmal hier Pyro, der jetzt endlich auf 5 ist. Das ist perfekt. Den brauchen wir auch für Magneto. Und den brauchen wir im besten Fall wie jetzt auf 5 Sterne. Deswegen sehr gut, seine Ausrüstung. Ja, mal gucken, wie hoch ich den bekomme. 8 ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ja, 8 ist gar nicht so schlecht. Ich denke mal, ich gehe da eher auf Fähigkeiten bei ihm. Ich glaube, da haben einige Mutanten es nötiger, gepusht zu werden. So, Scarlet Witch kriegt auch ihren 4. Stern. Hole ich mir aktuell immer aus dem Arena-Shop die gute. Da die echt ein sehr, sehr guter Kontrolle-Charakter ist und gut zu den Avengers passen würde, die würde mein Avengers-Team auf jeden Fall eine Stufe höher machen. Was ist hier? Nein, War Machine, der ist doch noch gar nicht so weit. Wir haben hier die Shield-Sicherheit. 4 Sterne. Super gut, weil auch das Shield-Team... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Baustellen im Moment, wo ich gerne... investieren würde, damit die endlich richtig stark werden. Aber ich darf halt auch nicht die wichtigen Sachen aus den Augen verlieren, um meine legendären Charaktere zu bekommen. Und da ist auch der Green Goblin ein großer Faktor, denn einer von den Sinister Six, den brauchen wir natürlich. Und der nächste Shield-Handlanger hier, den wir auf 4 Sterne bekommen. Sogar auf 4 rote Sterne. Der hat sogar 5 rote Sterne. Mega nice. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. So, ist hier noch irgendwas? Ghost Rider, denn da hat sich natürlich nichts getan. Meine Güte, ich klicke doch gar nicht drauf, Leute. Was ist denn los? Wir müssen doch gucken, ob wir hier unten noch irgendeinen Schlawiner haben. Boah, das Scrollen ist aber auch mehr als dürftig. So, natürlich, den Hydra-Scharfschützen. Nochmal schöne 19.000. Wir sind fast bei 1,5 Millionen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn der jetzt hier unwichtig ist. Noch unwichtig ist. Und das war's. Das war's. Wir holen uns jetzt noch schnell die Meilensteine hier ab. Und gucken dann mal, wie viele Splitter wir für Coulson schon haben. Freischalten können wir den natürlich noch nicht. So, aber das hagelt einige Splitter. Und ich gebe natürlich noch ein bisschen mehr Kohle aus. Denn hier kommen noch ein paar Splitter dazu. Und die... Hä, wo sind die denn jetzt hin? Moment. Ach, das sind... Ach, der macht die weg. Okay, es sind noch 5 Splitter zu holen. 5 oder 6 Splitter. Ist doch eigentlich ganz cool. Achso, ich wollte natürlich gucken, wie viele... Ist das jetzt dein Ernst? Hier. Wie viele haben wir? 126. Wir brauchen 180. 126 ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wir gucken gerade mal, wie lange das noch geht. Coulson noch 20 Tage. Also auch Coulson sollte zu schaffen sein.
Wenn wir uns dann noch Hydra holen, dann sind die letzten Wochen echt sehr gut, sehr, sehr gut gelaufen. Was haben wir hier freigeschaltet? Noch ein Erfolg. Den nehme ich natürlich noch nicht an, wegen den Blitzaufladungen. Aber die 25.000 und Hulk, die nehmen wir gerne. Und das war's eigentlich auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war jetzt kein Shuri-Event mit drin so richtig, weil ich das schon quasi privat gespielt habe. Aber es wäre auch nicht so interessant gewesen, weil 1000 Anläufe gebraucht. Aber das Orb-Opening, hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Gerne in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Was ist euer Team, auf was ihr euch fokussiert? Hat Shuri geklappt? Wie läuft's bei Elsa Bloodstone? Holt ihr euch Hydra? Hydra meine ich. Ich sag immer Hydra. Ich meine diese Hela. Ah, kann man jetzt leider nicht sehen. Diese grüne, vielleicht haben wir sie hier. Nee. Denn Hela soll eigentlich, wenn ihr das Video seht, schon laufen. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht im Datum, aber es müsste der 8. gewesen sein. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Ringehauen, bis zum nächsten Mal.